Hallo, liebe Freunde. Erstmal muss ich mich in Steam offline stellen. Und jetzt geht's los. Wir haben einen drauf. Zwar den Ronny. Oh, fuck, Alter. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle ich jetzt gerade hin muss. Wobei, nee, warte mal. Koordinaten 0, minus 200. Ich bin relativ in der Nähe. Mal, ich werde erstmal zu 0 gehen und dann 200. Das müsste hier. Nee, genau entgegengesetzte Richtung. Da vorne irgendwo. Da hinten müsste das irgendwo sein. Ja, das sieht auch gut aus. Abba-la-tschakala. Okay. Ich muss natürlich jetzt erst nochmal gucken, was genau ich hier alles in meine Leiste tue. Natürlich nur das Wichtigste. Mein Wassereimer habe ich natürlich leider jetzt nicht dabei, aber. Da habe ich jetzt. Das ist mir gerade egal, um ehrlich zu sein. Okay, das Portal müsste sich hier vorne irgendwo befinden. Warte mal, minus 200 ist. Mit Sicherheit kann ich schon irgendwo sehen, wo bin ich. Boah. Gerade muss ich sagen, ist Minecraft ziemlich laut. Das macht's ein wenig schwierig für mich, das Ganze hier ein wenig zu genießen. Nee, warte mal, das müsste dann. Da oben irgendwo drin sein. Ha. Oder doch hier unten? Ich habe keine Ahnung, Mann. Oh, und ich merke gerade, ich habe etwas, was ich leider. Ich muss etwas ausmachen, und zwar die Karte. So. Tut mir an dieser Stelle leid, ich habe nicht mal drauf geguckt. Mir ist das nur gerade aufgefallen, weil das ein bisschen. Der Bildschirm war ein wenig anders. Das hat mir leider Kotes auch nicht geholfen. Warte mal, das könnte sogar richtig sein hier. Na? Da ist das Portal, ich seh's. Ich muss welches jetzt nur noch irgendwie hier hochgraben. Und dann bin ich auch schon draußen. Oh Gott, Leute, ich habe schon wieder diese Anspannung, dass ich jetzt jeden Moment fighten werde und. Ah, oh Gott. Rein. Ich habe da jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Ich muss einfach raus und irgendwie fighten. Oh Mann. Ich muss mich jetzt erstmal hier irgendwo hinbegeben, dass ich ein bisschen Abstand gewinnen kann von ihm. Fuck. Das ist da hell. Liegt, glaube ich, daran, dass. Na, könnte einfach daran liegen, dass es meine Höhle ist. Wo ist der? Boah, ich hab grad schon was gehört, Alter. Ich denke mir jetzt schon die ganze Zeit, der ist doch hier jetzt jeden Moment. Ich gehe mal kurz ein bisschen auf die offene Fläche hier hinten. Zum einen, damit er mich eventuell besser sehen kann. Und zum anderen, damit ich ihn besser sehen kann. Das Ganze, das muss natürlich dann irgendwie so laufen, weil. Ich komme nicht ganz klar. Da haben wir noch die zwei Öfen. Okay. Er schreibt, er kommt. Dann werde ich mich mal ganz, ganz schnell in meine, kurz in meine kleine Gegend da verziehen, in meine kleine Höhle und gucken, ob die Scheiße noch da gut, ob die da noch nicht irgendwie sabotiert wurde. Da ist ein Zombie. Ist der wohl gerade schlechteste Moment überhaupt für mich? Warte mal. Oh Mann. Es ist noch da. Das heißt, ich könnte rein theoretisch diese Falle hier nutzen für meinen Sieg gegen Ronny, der meiner Meinung nach schon wirklich verdammt stark ist, was das Equip angeht. Aber ich sollte schon hier die Fackeln ausmachen, damit er jetzt nicht direkt denkt, das wäre hier jetzt irgendwie ein. Eine Höhle von jemandem oder so. Er muss ja rein theoretisch ohne jegliches Wissen mir hinterherrennen und runterspringen. Deswegen sollte ich mich auch nicht unbedingt direkt in der Höhle zeigen, sondern mich wirklich auf die Fläche hier stellen.
Och Mann. Mein Herz, es ist schon wieder so am Abgehen gerade. Ja, da ist ein Skelett. Es ist schön, dass jetzt nach und nach Monster spawnen, aber das möchte ich gar nicht. Geht doch alle nach Hause. Das Schöne hier am Spawn ist, man kann die ganzen Dingsbums, Penisköpfe hier. Man kann die ganzen Kuchen essen. So. Aber jetzt nach und nach muss ich zugeben, hat sich das mit den Monstern aber irgendwie gebessert, kann das sein? Oh Mann, ich frage mich ja, ob er jetzt irgendwie darauf aus ist, einen wirklich fairen Kampf zu haben. Also so einen richtig schönen Schwertkampf. Hier und da. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin eher derjenige, der versucht, die ganze Sache so ein bisschen smarter zu lösen. Das Ganze jetzt nicht unbedingt so risikoreich zu haben, wie es geht, sondern dann doch schon so, dass ich das irgendwie auf jeden Fall gewinne. Diesen Kampf. Und da ist meiner Meinung nach meine kleine Falle bestens geeignet. Sofern er nicht weiß, dass ich diese Falle besitze, und das sollte er nicht wissen, weil er war nach mir, nachdem ich das gemacht habe, nicht auf dem Server, da war nur der Fabi da. Und die Folgen sind noch nicht online, wo ich das gemacht habe. Dementsprechend kann er nicht wissen, dass ich so eine Falle gebaut habe. Dementsprechend kann er nicht wissen, dass er durch diese Falle sterben kann. Oh Mann. Also jetzt gerade Witz, es ist anfangs jetzt erst so eine kleine, na, Folge. Möchten wir so ein bisschen warten darauf, dass er langsamer antanzt, weil ich möchte das, ja. Boah, ich werde gerade voll paranoid. Ich denke die ganze Zeit, ich höre irgendjemanden. Ah, Mann. Oh, fuck, Alter. Das Problem ist, was? What the fuck? Das kann ich mir jetzt gerade echt nicht vorstellen, Alter. Wo zur Hölle war der? Wie zur Hölle kann er denn von... Was? Seine Rüstung war ja nie im Leben so schlecht. Nee, nee, nee. Er joint dem Game. Okay. Das Problem ist jetzt, er hat einen Absturz vom Internet. Da kann man natürlich jetzt nicht viel machen. Das ist ja letzten Endes schon relativ ein Problem, was man durchaus haben kann. Allerdings, wenn man das irgendwie merkt, dann kann man relativ schnell auch wieder leften. Also das ist nicht das Problem. Aber ich bin nett von mir aus. Ich habe da rein theoretisch nichts gegen. Wenn ich meine, ich bin schon unter den drei. Ich habe jemanden mit meinem Riesenpimmel vernichtet. Dementsprechend habe ich nichts dagegen, wenn ich jetzt nochmal kämpfe. Also, pff. Hier ist es relativ latte eigentlich. Das Ganze hier zu gewinnen, das ist mir ehrlich gesagt, es wäre zwar schon ganz interessant,
das Ganze hier zu gewinnen. Aber um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, ne? Ich meine, er wurde jetzt angeblich von einem Zombie erschlagen, weil sein Internet kaputt gegangen ist. An sich hätte ich gesagt, wäre es jetzt, keine Ahnung, wären noch, was weiß ich, wie viele da, dann hätte ich gesagt, nee, tut mir leid, da kann man jetzt nicht wirklich viel dran ändern. Problem mit dem Internet, das kann man eigentlich sehr gut erkennen und dementsprechend auch leften. Deswegen muss ich zugeben, naja, ist das jetzt nicht wirklich so ein, ich weiß nicht, wie ich hier gerade so reagieren soll. Ich meine, wir sind jetzt die letzten drei, da wäre so ein Tod wirklich der erbärmlichste überhaupt. Dementsprechend, naja. Da, da, da. Jetzt sollte der aber mal langsam aber sicher antanzen, weil meine Folge, die ist bald schon wieder vorbei. Das ist ja das Problematische. Und wieso krieg ich so schnell Hunger? Alter. Ach ja, die ganze Zeit am Spawn rumgammeln ist natürlich wirklich wunderschön. Kann mir irgendwie nichts Schöneres vorstellen. Was haben wir denn hier? Matze. Ja, bin ich auch für. Alter, wie schnell kriegt man denn Hunger? Jetzt mal ohne Witz, ich spring zwei, dreimal rum und hab schon wieder ein halbes Herz weg, oder was? Eine halbe Hungerkeule. Erscheinen würde reichen. Oh Mann. Alter, das mit dem Essen, das ist gerade irgendwie viel, viel krasser als sonst. Kann das sein? Oder bin ich sonst etwa nie gerannt oder so? Ich habe echt keine Ahnung. Aber tut mir jetzt gerade auch so ein bisschen leid, dass diese Folge so ein bisschen na ist, weil ich kann nichts dafür. Ich meine, ich wollte unbedingt hinterher joinen. Wenn er jetzt nicht in der Nähe des Spawns ist und ein bisschen laufen muss, da kann ich ja nichts für. Ich möchte aber trotzdem aufnehmen. Dementsprechend tut's mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen verzeihen, ne? Ihr seid ja so super tolle Nasen. Oh fuck, Mann. Da ist er. Problem ist natürlich, mit seinem Pferd wird er hundertprozentig nicht in meine Höhle mit reinkommen. Deswegen müsste ich sein Pferd eigentlich ein bisschen penetrieren. Okay. Ich dachte gerade schon, schwebt der? Komm, sein Pferd muss sterben. Wunderschön. Sein Schwert hätte ich schon einmal erledigt. Mit meinen Bogenskills sollte ich das einigermaßen hinkriegen können. Na komm. Er versucht mich mit dem Lava-Eimer zu töten, weil so hat er auch Thunderplay erledigt, soweit ich das weiß. Der hat den nämlich schön mit einem Lava-Eimer penetriert. Dementsprechend hat er auch richtig schön kassiert. Der hat, glaube ich, einen Goldapfel gefressen, aber der ist danach trotzdem elendig verbrannt. Er hat irgendwas genommen. Nur weiß ich nicht was. Ein Stärketrank, als er auf dem Pferd gesessen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall weiß ich das in der Folge mit Thunderplay, als er gegen die gekämpft hat. Also der Partner von Svenny, den ich ja penetriert habe. Da hatte er noch keine Tränke, soweit ich weiß. Dementsprechend, es ist gerade so eine Sache. Ich weiß nicht, ob er jetzt Tränke hat oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich sehen.
Er versucht mich jetzt tatsächlich mit dem Lava-Eimer zu erwischen, weil er denkt, das ist seine einzige wirkliche Chance. Ist natürlich ein bisschen, naja, sich jetzt die ganze Zeit auf den Lava-Eimer zu fixieren, ist natürlich nicht unbedingt die geilste Art und Weise zu kämpfen, muss ich zugeben, aber es ist eine Art zu kämpfen. Na komm. Meine Bogenskills sind zwar nicht die besten, aber sie sind wenigstens einigermaßen aktiv. Ich fress noch mal einen Goldapfel. Ah. Ich weiß nicht, ziehe ich ihm 4 Lapp mit meinem Bogen, Stärke 4? Habe ich überhaupt noch genug? Ja, komm, ich habe noch jede Menge Pfeile. Ich weiß einfach nicht, ziehe ich ihm jetzt 4 Lapp mit dem Bogen oder nicht, weil er meinte, er hätte eine relativ gute Hose mit Projektil-Protection. Die dementsprechend jede Menge Schaden absorbiert. Ich weiß einfach nicht genau, wie zur Hölle ist das der Fall. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt irgendwie denkt, okay, der hat bald mit Sicherheit keinen Bögen mehr, keine Pfeile mehr. Weil er weiß, dass ich auf dem Stand bin, dass ich kaum Pfeile habe. Diesen Stand dürfte er als letztes gehabt haben, weil er die Folge, glaube ich, noch nicht gesehen hat, die heute rauskam. Also am 13.07. Da es ja eine Kampfsituation ist, dürfen wir auch überziehen. Das werde ich auch hart machen, solange bis wir tatsächlich hier weg sind. Bis einer von uns tot ist oder einer von uns sich auslockt. Und was weiß ich. Ich will diesen Kampf auf jeden Fall jetzt geklärt haben. Weil er ist wirklich der Einzige, der mir jetzt wirklich noch Probleme bereiten kann, um ehrlich zu sein. Er hat sich gerade versteckt. Nee, doch nicht. Er ist weitergelaufen. Also ich weiß nicht. Es ist gerade wirklich eine sehr, sehr komische Sache. Entweder ist er jetzt gerade wirklich. Okay, er versucht, glaube ich, von oben dann auf mich raufzustürmen. Um mich da so ein bisschen zu penetrieren. Deswegen gehe ich hier jetzt erst einmal weg. Okay, er rennt mir hinterher, er rennt mir hinterher. Ich kann ja mal meine kleine Falle ausprobieren. Die dürfte ja. Fuck, die liegt jetzt wieder hinter mir. Wo zur Hölle ist der hin? Fuck, Mann. Fuck! Wo ist der hin? Scheiß die Wand an. Jetzt versteck dich nicht, komm her. Ach, verdammt, ich möchte die Folge jetzt nicht beenden, ohne dass wir jetzt tatsächlich, ach da. Vier Herzen pro Hit. Das kann ich mir jetzt nicht unbedingt nicht wirklich vorstellen, weil ich meine, auch wenn es Stärke 4 ist, man muss natürlich auch bedenken, dass er auch das ein oder andere Rüstungsteil hat. Okay, da ist er. Komm, ich fresse jetzt nochmal meinen Apfel. Ein. Nicht mein. Und da haben wir ihn. Komm, den hole ich mir jetzt noch. Den hole ich mir jetzt noch. Das ist noch eine Kampfsituation. Mein Riesenpimmel hat einmal zugeschlagen. Ich meine, vielleicht lügt er auch mit den 4 Herzen pro Hit. Der hat, glaube ich, gar keine Hose an gerade. Kann das sein? Der hat gerade gar keine Hose an. Das liegt jetzt nicht am Texture Pack. Der hat eindeutig keine Hose an. Der hat gerade echt keine Hose an. Nee, ich muss da jetzt hinterherrennen. Ich muss dem jetzt tatsächlich folgen und dem versuchen zu penetrieren. Es geht sonst nicht anders. Schöne ist, der ist gerade relativ viel hängen geblieben an diesen ganzen Blöcken. Okay, so wie ich jetzt gerade auch. Aber versucht er mich hier runterzuhauen? Ja, wunderschön. Ich hab ihn erwischt.
Dann kann ich jetzt mal gucken, was der hier so für Sachen hat. Oh, fuck, Mann. Ja, okay, ich muss jetzt leider Kotis diese ganzen Sachen hier jetzt erstmal liegen lassen. Oder nee, ich überziehe jetzt einfach, da muss ich den nächsten Part halt ein bisschen kürzer machen. Hab ich nichts dagegen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber, ich möchte jetzt einfach seine Sachen irgendwie hier haben. So, hier haben wir jetzt eine Truhe. Da packe ich dann auf jeden Fall ein bisschen was an Zeug rein. Jetzt nicht unbedingt das hier oder das hier. Ist einfach das Unwichtige. So, einfach so ein paar Sachen rein und dann mal gucken, was der da so alles so Schönes hat. Vielleicht hat er ja irgendwas, was ich brauchen kann. Spiel mit dem Feuer, ja, das liegt daran, dass er eine Lohnrute da hatte. Da haben wir noch EP von ihm. Gold brauche ich jetzt nicht, genauso wie die Fellrüstung brauche ich auch nicht. Ich werde jetzt einfach mal gucken und aussortieren. Schutz 4, das könnte ich gebrauchen. Regeneration, Trank der Stärke, wunderschön. Hatte er wirklich alles, das ist geil. Okay. Ich werde jetzt einfach mal eben kurz eine kleine Höhle graben, damit ich im Grunde diese Kiste hier verstecken kann, wo ich mich dann auslogge, damit Thunderplace sie jetzt nicht findet. Ich weiß, ist zwar jetzt nicht gerade das Logischste, dass er die eventuell hier finden könnte, aber es ist mir lieber, dass ich die jetzt hier erstmal liegen habe, beziehungsweise die jetzt hier erst einmal wegkriege. So, komm, Kiste, wo bist du? Ja, wunderschön, da haben wir die Kiste. Dann muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, was kann ich gebrauchen, was kann ich nicht gebrauchen. Das Bett auf keinen Fall. Die Stöcke auch nicht mehr, Pflasterstein auch nicht, Soul Sand auch nicht. Kohleblöcke, na, wer weiß. Das da rein. Schärfe 3 Diaschwert, Schärfe 5 Diaschwert. Das muss ich auf jeden Fall irgendwie. Nee. Ich bleib bei meinem Riesenpimmel, aber das werde ich trotzdem behalten. Das kommt dahin, das kommt natürlich zu mir, sehr klar. Feuerresistenz brauche ich nicht. Trank der Stärke kann ich da auch erstmal reintun. Den Braustand lasse ich mal da. Das Fleisch hier. Das auch, das auch. Nochmal alles her. Ja, also, das war auf jeden Fall ein wirklich interessanter Kampf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den so leicht penetrieren kann. Aber hab ich anscheinend gut hinbekommen. Freut mich auf jeden Fall sehr, muss ich zugeben. Das Ganze, denke ich mal, wird jetzt nicht mehr wirklich so ein großes Problem sein. Also gegen den letzten. Ich habe jetzt die tollen Tränke und wow. Also das ist jetzt nicht wirklich etwas, wo ich sagen würde, okay. Krieg ich nicht mehr hin. Ich denke mal, das wird nicht wirklich ein so großes Problem sein, das jetzt noch zu reißen. Lava-Eimer kann ich mal einen wegpacken. Brauche ich jetzt nicht wirklich so viele von. Da. Dann nochmal ein bisschen hiervon. Und dann sieht man ja schon, ich habe mein Inventar ein wenig geleert. Die wichtigen Sachen, die nehme ich mir natürlich jetzt nochmal wieder raus, damit ich da noch einen Überblick habe. Den Rest zerstöre ich jetzt erst einmal. Denn von dem Zeug habe ich jetzt keinerlei. Kann ich jetzt ernsthaft keinerlei Gebrauch mehr machen. Das ist einfach so. Das Wichtigste habe ich. Und das ist einfach das, was ich hier jetzt gerade aktuell habe. Dementsprechend. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, habe ich den Part ein bisschen überzogen. Der nächste wird auf jeden Fall ein wenig kürzer. Aufgrund der Tatsache, dass ich die Regel einhalten muss, dass wenn ich überziehe, ich den nächsten Part 14 Minuten minus die doppelte Länge vom Überziehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hoffentlich kommt es zu einer Kampfsituation. Ich hoffe es. Und dann können wir uns auf jeden Fall schon mal auf etwas ich bin gerade wieder so perplex, ey. Seid gespannt, Leute. Seid gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Error, wenn wir dann eventuell den finalen Kampf bestreiten. Tschüssi und Gowski.